geschwommen, Flaschen, ganz viel Plastik. Und was sehr spannend war, dass sehr viele Leute mich angesprochen haben. Ich dachte, ja, was machen wir da? Kinder haben auch geholfen, mitsammeln. Neben mir steht Gabriele Ebbing vom WWF, die die Einsätze organisieren. Wie viel Abfall schätzt du dort zusammen? Das ist sehr schwierig zu schätzen, wie viel zusammenkommt. Im Schnitt sind es etwa 60 bis 100 Kilogramm, die man hier an so einem Einsatz versammelt. Gemäss einem Swiss Litter Report landet das Plastik irgendeinmal im Meer. Sind wir in der Schweiz auch verantwortlich für die Verschmutzung von unseren Ozeanen? Es ist leider so, wenn bis hier zum Beispiel ein Plastiksack hier ins Ei fallen würde, würde unweigerlich früher oder später im Meer landen.